Herzlich willkommen, lieber Markus, zum Interview. Ich freue mich total, dass du als Mann uns heute was Spannendes über weibliche Urkraft erzählen willst. Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich über die Einladung gefreut und ich hoffe, ich kann was dazu beitragen. Ganz bestimmt. Ja, damit die Zuschauer wissen, wer du denn so bist, magst du vielleicht in ein paar Sätzen erzählen, was du machst im Leben? Dich kurz vorstellen. Ja, klar. Ich heiße Markus Schmal, ich bin 43 Jahre alt, Vater einer Tochter, arbeite hauptberuflich als pädagogische Leitung in einem sozialen Projekt für Kinder mit Migrationshintergrund und in einer kleinen Selbstständigkeit als energetischer Arbeiter, schamanisch praktizierender Reinkarnationstherapeut. Zusammen mit einer Kollegin, die Heilpraktikerin ist, in einer eigenen kleinen Praxis. Klingt sehr spannend, was du machst. Ja. Würden mir alleine dazu schon viele Fragen einfallen. Aber ich glaube, wir lassen das mal so stehen, weil sonst wird das Interview bestimmt so ein, zwei Stunden lang. Und die Frage ist dann, wer sich das anschaut. Deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar, was fällt dir spontan dazu ein, wenn du den Begriff weibliche Urkraft hörst? Spontan fallen mir da eigentlich mehrere Personen ein, mit denen ich in den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet habe. Das ist einmal die Jessica Selge, einmal die Isabel Blasnik und auch meine schamanische Lehrerin, die Osolia, die alle das Thema eigentlich zu ihrem Thema gemacht haben. Und durch den intensiven Kontakt ich eben auch in diesem Bereich immer wieder mit involviert war. Hinzu kommt, dass viele Klienten, die ich habe, Frauen sind, die ja durch die Gesellschaft, sage ich mal, in irgendein Bild gepresst werden, das völlig entfernt ist von dieser weiblichen Urkraft und es manchmal sehr, sehr lange dauert, wieder dahin zurückzukommen, ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was sie sein können und dass bestimmte Sachen auch nicht so tabu behaftet sein müssen. Da habe ich in den letzten 2 Jahren einige Klientinnen gehabt, mit denen ich auch in diesem Bereich intensiv gearbeitet habe und profitieren durfte von dem, was ich eben von den Frauen auch gelernt habe zu diesem Thema. Danke. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal nachhaken, weil ich jetzt mal abgesehen von Menschen gerne wissen möchte, was ist es für dich, wenn du diese weibliche Urkraft beschreiben müsstest, wie würdest du das in Worte fassen? Für mich ist das eine unglaubliche Präsenz, eine sehr intensive Wärme, ein sehr stark energetisch gehaltener Raum auch, den die meisten Männer gar nicht in dieser Intensität aufbauen können und gleichzeitig aber auch ein starkes Symbol für diesen Flow, also diesen Zyklus des Lebens, dieses immer wieder durchlaufende, dieses fast unendliche Rad von Leben, das eine sehr intensive Kraft ausstrahlt, wenn jemand sich wirklich darin befindet. Wow, schön in Worte gefasst. Danke dir. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Urkraft für die Frauen extrem wichtig ist, dass sie sich wieder damit verbinden können. Ich arbeite ja auch ganz, ganz stark mit diesem Thema. Wie ist es denn deiner Meinung nach für die Männer? Ist die weibliche Urkraft für die Männer auch wichtig? Und wenn, wie würdest du das beschreiben oder wie zeigt sich das? Wie kann sich das zeigen im Leben? Also ich glaube, wenn die Männer sich ein bisschen von den ganzen Strukturen lösen können, in denen sie sich im Allgemeinen in der Gesellschaft befinden, dann können sie unendlich viel profitieren von Frauen, die tatsächlich in ihrer weiblichen Urkraft sich befinden. Aus der Arbeit heraus würde ich sagen, gibt es einige Männer, die das durchaus fürchten, weil damit eine unglaubliche Stärke auch nach außen kommt und einige damit sehr schlecht umgehen können. Wenn sie sich aber darauf einlassen würden, würden sie von diesem unglaublich energetischen Raum wahnsinnig profitieren, weil sie sich darin auch ganz anders entfalten könnten. Ja, ich glaube, das war ja halt auch lange ein Thema, also dass man das natürlich von der Kirche und so weiter, von der Gesellschaft diese weibliche Kraft
versucht wurde zu zerstören und uns klein zu halten. Und ob das Hexenverbrennung war oder bin immer wieder erschüttert. Ich habe irgendwie vor kurzem mal einen Film gesehen. Ich glaube, das war irgendwie 1920 oder 30. Das war irgendwo in Deutschland, das ist jetzt eine Weile her, auf jeden Fall. Also wenn die Frau den Führerschein machen wollte, dann brauchte sie eine schriftliche Erlaubnis ihres Ehemannes. Genauso, wenn sie arbeiten wollte und so weiter. Also es ist für mich immer noch unvorstellbar, dass es sowas überhaupt gab. Vor nicht allzu langer Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also meine Mutter, die wäre jetzt noch nicht mal 70 und die hat auch immer schön meinen Papa alles gefragt. Und also ich habe das ganz ich habe über die Arbeit ja ganz viel mit jungen Frauen zu tun, die auch aus anderen Kulturkreisen kommen. Und da ist das Thema der, ja, der Unterdrückung der weiblichen Kräfte noch viel, viel intensiver, als wir es hier haben. Ne? Also da stößt man wirklich oft an Grenzen, wo dieses Patriarchat noch ja, mit einer Heftigkeit regiert, die einen manchmal sprachlos zurücklässt. Ja, und weißt du, ich merke das bei mir. Ich meine, ich denke überhaupt gar nicht so und lebe das auch nicht. Aber wie diese Muster wirken, das war mir ja gar nicht so bewusst, dass meine Mutter das so mir vorgelebt hat. Und in der Partnerschaft, in der ich jetzt bin, in der ich sehr, sehr angekommen mich fühle und einfach richtig, richtig stimmig ist, habe ich am Anfang immer wieder gemerkt, wie sich in meinem Kopf so Fragen bilden. Ja, ich muss ihn jetzt fragen, ob ich das und das darf. Ich muss ihn jetzt fragen. Und dann habe ich gedacht, was tue ich denn da? Und dann habe ich erst gecheckt, das habe ich mein ganzes Leben nicht gemerkt, dass ich das wohl öfters gemacht habe, dass ich da was nachspiele ein Stück weit, bis dann mein Partner ganz am Anfang mal gesagt hat, wieso fragst du mich solche Dinge? Also du musst mich doch nicht um Erlaubnis fragen. Und das finde ich krass, weißt du, wenn du auch so wie ich relativ bewusst, würde ich sagen, durchs Leben gehst und schon viel gearbeitet hast, wie das unterbewusst wirken kann. Das ist schon ganz viele Glaubenssätze noch, die verankert worden sind und so unterbewusst einfach, ne? Und Rollenbeispiele, die man quasi nachlebt. Ja, ja, klar, das kenne ich auch. Da habe ich auch viele Klienten, die in diesen Mustern gefangen sind. Wenn man dann anfängt, etwas tiefer zu gehen und schaut, wo die Traumata liegen, dann sind das oft eigentlich gar nicht ihre, sondern Dinge, die übernommen worden sind. Ne? Das ist also schon faszinierend. Ja. Umso wichtiger, dass man die auflöst und dass es dann eben nicht mehr weitergehen muss. Also ich habe keine Angst, dass meine Kinder das weiterspielen. Das zeigt sich jetzt schon, dass die das nicht machen. Genau. Ja, und dann gibt es ja noch sowas anderes. Ich würde es mal eher männliche Urkraft nennen. Was ist denn männliche Urkraft für dich? Gibt es sowas überhaupt? Was verbindest du damit? Wow, okay, männliche Urkraft, ja. Ich persönlich würde jetzt für mich sagen, dass es eine sehr starke Verwurzelung ist, schon auch in einem Bereich Stärke, aber nicht eine Stärke, die der Unterdrückung dient, sondern eigentlich eher eine Stärke, die ja, einen gewissen Schutz, auch einen gewissen Raum hält, einen energetischen Raum, der es der Frau ermöglicht, sich auch in diesem Rahmen frei zu entfalten. Ich glaube nicht, dass eine Frau einen Mann dafür braucht, um das zu tun, aber ich glaube, dass die Synergieeffekte, wenn beide in ihrer Mitte sind, ein viel höheres Schwingungspotenzial erzeugen können, als jeder einzeln nur für sich. Ja, kann ich nur definitiv bestätigen, weil ich gerade leider getrennt im Sinne von an zwei verschiedenen Orten mit meinem Partner lebe, nicht mehr so lange. Aber das geht uns beiden aber so, wenn wir am selben Ort sind und wir müssen auch nicht die ganze Zeit zusammen sein, darum geht es gar nicht, aber einfach diesen physischen Kontakt auch immer wieder haben, dann macht das Leben viel mehr Spaß, es geht viel leichter, ich kann viel mehr einfach in Ruhe meine Arbeit tun, meine Aufgaben erfüllen. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen an einem schwierigen Ort, wo ich noch lebe, und wenn er nicht da ist, dann bin ich auch immer damit beschäftigt, mir meinen Raum zu schaffen, mich abzugrenzen. Und das muss ich nicht tun, wenn er da ist. Genau. Und ich sehe das als ein Riesengeschenk, was ich so auch noch nie hatte in meinem Leben. Das ist was ganz Neues für mich und berührt mich immer wieder ganz tief. Und er sagt dann immer, ja, es ist so schön, weil ich muss ja gar nichts tun dafür. Also es ist ja keine Anstrengung, sondern er muss ja einfach in seiner männlichen Energie sein, in seiner Präsenz, und dann geht es automatisch. Ja.
Ich habe das also auch mit meiner Kollegin zusammen, wo ich manchmal das Gefühl habe, also wenn du mit jemandem zusammen sein kannst, wo du keine Masken brauchst, wo du also wirklich genau in dem sein kannst, was du bist und auch voll akzeptierst bist als das, was du bist, dann wird dieses energetische gemeinsame Arbeiten zu so einem, ja, da fließen zwei Flüsse in einen zusammen und machen dann wirklich eine große Welle, wenn man so möchte. Das ist ein unglaublich starkes Gefühl. Da würde ich auch jedem empfehlen, das mal für sich auszuprobieren, nicht mehr hinzugehen und zu sagen, okay, ich muss das repräsentieren oder ich muss das darstellen, oder, sondern einfach nur in sich hineinzugucken, was bin ich, was möchte ich sein und das nach außen zu leben. Ne? Ja. Ja, das war bei mir auch immer so. Ich bin ja eigentlich schon lange selbstständig, schon über 10 Jahre, und ich hatte immer und immer wieder dieses Gefühl, ich starte da erst richtig durch, wenn ich den richtigen Partner meiner Seite habe. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass ich mit meinem Partner was zusammen mache. Er sieht es noch nicht so ganz, aber es kommt. Ich bin ihn ja auch ein Stück weit am Wiedererinnern. Da passiert schon viel bei ihm. Und aber nur die Tatsache, dass er da ist und mich so wertschätzt und so sieht in dem, was ich bin und mache, wie ich das eben auch nicht kannte vorher, lässt mich ganz anders auf meinen Beinen stehen und diese Verwurzelung spüren, die man sich als Frau ja auch selbst geben kann, aber es ist einfach anstrengend und doch einfach Bullshit. Wozu gibt es denn Männer und Frauen? Dass wir uns gegenseitig gut tun, unterstützen und ergänzen und nicht irgendwie uns schaden oder klein machen. Ich glaube, die Zeiten sind einfach wirklich vorbei. Ja, schön. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, wie geht es denn dir in deinem ganz persönlichen Leben in Bezug auf die weibliche Urkraft? Hast du das Gefühl, dass du die gut integriert hast, die dir dient, oder wie sieht es aus bei dir? Das müsste ich auf verschiedenen Ebenen aufgliedern. Also im Moment, ich persönlich lebe gerade in Trennung von meiner Partnerin, weil sich genau das eben nicht mehr stimmig angefühlt hat. Es ging eher am Ende darum, Kräfte gegeneinander aufzubauen oder so. Und dann nimmst du dir selbst unheimlich viel von deinem Seelenraum, finde ich. Was in meiner Arbeit wiederum ganz anders ist, weil ich da ganz viele Leute kenne, die ganz intensiv in ihrer weiblichen Urkraft sind. Und wann immer ich mit denen zusammenarbeite, habe ich das Gefühl, dass das meine Kraft, mein Wirken, mein Heilen, mein energetisches Arbeiten um ein Vielfaches potenziert. Und ich kann das für mich integrieren. Also ich glaube, oder man hat mir zumindest häufig gesagt, dass ich eine recht starke weibliche Seite hätte für einen Mann. Und ich würde das, glaube ich, auch so zugeben. Ich kann sehr gut damit umgehen, auch mit den Thematiken, eben einfach auch, weil ich in letzter Zeit unglaublich viel in dem Bereich lernen durfte von Frauen, die da schon angekommen sind. Und die ganz offen in der Thematik auch mit mir reden konnten als Mann, was ich auch als ein absolutes Geschenk angesehen habe, weil das hast du auch nicht so oft. Ja, schön. Ja, die letzte Frage. Wenn du jetzt einen Rat oder einen Tipp, einen Wunsch an die Frauen da draußen hättest, was würdest du den Frauen gerne auf den Weg mitgeben? Macht euch frei von gesellschaftlichen Stereotypen. Hört auf zu versuchen, unbedingt irgendeiner Rolle zu entsprechen oder irgendeinem Muster, das vorgelebt wurde oder das durch die Gesellschaft geprägt ist, sondern guckt nach innen, schaut euch an und kommt wieder zurück in den Kern eurer Kraft, die ihr habt, denn dann seid ihr die absolute Bereicherung für jeden Mann, der da draußen rumläuft. Oh, ich habe Gänsehaut ohne Witz. Schön. Oh, was für ein wunderschöner Wunsch und ein super stimmiges Schlusswort für unser Interview. Ich danke dir von Herzen, lieber Markus, dass du dir Zeit genommen hast und uns ganz interessante Einblicke gegeben hast, wie du das siehst mit der weiblichen Urkraft und erlebst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Danke für das. Danke. Ciao. Tschüss.